Guten Abend. Ja, erstmal herzlichen Dank für das Kommen. Das schätzen wir sehr. Und die Frage für heutiges Event möchte ich ein paar Worte dazu sagen. Die Geschichte hat begonnen vor 4 Jahren. Vor circa 4 Jahren habe ich Indien besucht und da sicherlich ein Alten- und Pflegeheim, Pflege für die Senioren. Und das hat mich sehr inspirierend. Wenn wir davon ausgehen, in einem Land zu leben, wo Strukturen klar geregelt sind, wo alles vorhanden ist, dann vergessen wir vielleicht, dass es auch Menschen gibt, die sowas nicht haben. Weil ich bin der Meinung, ein Schmerz hat keine Grenze und die ist nicht mit national abhängig. Wenn wir Schmerzen haben, das Spüren von Schmerz ist überall gleich. Und das konnte ich dort live erleben, in einer Großstadt, wo keine guten Strukturen sind, aber auch da wird den Menschen geholfen. Auch da ist es so, dass es Menschen gibt, die auf sozialer Ebene nicht anders machen als Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Für unsere Nachbarn, für unsere Menschen. Und es geht nicht darum, aus welchem Land, aus welchem Bereich wir kommen, sondern hier wollen wir nur und nur die Menschlichkeit vertreten. I will request my friend Saurabh, please stand up. Und das ist der Mensch, durch seine Hilfe konnte ich die Arbeit, die sie dort erledigen, mit seinem Vater zusammen, für nichts tätig sein für die Menschen, die es wirklich brauchen. Es hat mir jemand mal erzählt, wenn ein Gast nach Hause kommt und wir einen vollen Tisch zum Essen darstellen und er isst das nicht. Das ist auch eine Variante. Aber den Menschen was zu geben, die wirklich Hunger haben, da wird nicht auf das Tisch und auch nicht auf das Essen aufgepasst, sondern eher darum, es ist nötig und das sollen wir geben. Ich war sehr vertieft, inspirierend, in wie viele Sektoren dort gearbeitet wird und wie die Menschen es tun. Freude und Trauer, meiner Meinung nach, hat es kein Ende. Und wir beide haben vor circa 4 Jahren einen Traum gehabt, ein Gala-Event zu organisieren. Und dank dem Covid-19 konnten wir damals nicht näher kommen. Aber jetzt bin ich froh, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier miteinander zu sitzen. Ich habe ebenfalls in New York vor 2 bis 3 Wochen das gleiche Event auch besucht. Und da war das auch, was ich davon nehmen konnte, dass es zahlreiche Menschen gibt, die wirklich nicht anders machen, als die Menschen zu unterstützen, die zu helfen. Und einen Satz möchte ich wirklich sagen. Es hat irgendwo gestanden, dass es heute es nötig ist, für die Menschen zu sorgen, die für uns gesorgt haben, damals. Und das hat mich sehr beeindruckt. Nun möchte ich bitten, dass das Video vorgezeigt wird und nach dem Video übernimmt die weitere Moderation meine Tochter Kriti und sie wird das Programm weiter fortführen. Mit vielen Infos, die noch offen sind, die werden noch kommen. Aap sabhi hai, aapka dhanyavaad, dhanyavaad. Thank you. Vor 20 Jahren begannen wir mit dem Traum, das Leben von Menschen zu retten, die im Stich gelassen wurden, die keinen auf der Welt hatten. Heute stehen wir hier mit einer Familie von 500 älteren Menschen. Wir sind sehr dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die uns zuteil wurde. Nur durch ihre ständige Unterstützung waren wir in der Lage, einen gigantischen Schritt in Richtung einer humanitären Sache zu machen, nämlich das Leben älterer Menschen zu retten. Selbst während der Covid-19-Pandemie, die die Welt in Aufruhr versetzte,
konnte der Chios die medizinische Versorgung all unserer Begünstigten ununterbrochen aufrechterhalten. Chios hat bis heute 7000 älteren Menschen geholfen. Unsere Altenheime sind mit allen notwendigen Dienstleistungen ausgestattet. Wir haben eine Spezialstation mit 40 Betten, die mit den neuesten Geräten wie BiPAP, Sauerstoffkonzentratoren, Beatmungsgeräten, Herzmonitoren und Defibrillatoren ausgestattet ist. Alle Mahlzeiten werden entsprechend den Ernährungsbedürfnissen der Bewohner zubereitet. Unsere Ärzte und Krankenschwestern überwachen die Begünstigten rund um die Uhr. Und sie bieten eine Notfallversorgung an, selbst wenn sie eine kleine Abweichung bei ihren medizinischen Tests feststellen. Mehr als 4000 Leben wurden allein in der Spezialstation gerettet. Wir haben ein eigenes pathologisches Labor. Wir verfügen über ein Physiotherapiezentrum und ein Röntgenzentrum. All diese Einrichtungen gewährleisten eine schnelle Diagnose und eine rasche Genesung. In unserem Pathologielabor haben wir bis heute Tausende von Tests durchgeführt. Unser Rettungsteam patrouilliert täglich durch Delhi und die Hauptstadtregion, um ältere Menschen zu suchen und zu identifizieren, die dringend Unterstützung und medizinische Hilfe benötigen. Wir planen, unsere Einrichtungen für ältere Menschen auszubauen und wollen in den kommenden Jahren mehr als 800 ältere Menschen unterstützen. Wir brauchen mehr Platz, um die wachsende Zahl der verlassenen älteren Menschen unterzubringen. Wir brauchen Unterstützung für die Infrastruktur. Wir brauchen Unterstützung für Medikamente, für die medizinische Versorgung, für das medizinische Personal. Ich möchte Sie alle auffordern, sich zu melden und mitzuhelfen, diese Welt zu einem besseren Ort für unsere älteren Menschen zu machen. Vielen Dank. Guten Tag, ich bin Raoul Kumar, Unternehmer in Frankfurt. Ich bin sehr begeistert von der Arbeit von Chios. Die haben in Indien tolle Arbeit geleistet und setzen sich ein für karitative Projekte und für das Wohl des Menschen. Ich möchte gerne diese tolle Aktion nach Frankfurt holen und gemeinsam auch für das Wohl der Menschen sorgen. Dazu brauche ich eure Unterstützung und Motivation. Lasst uns gemeinsam anpacken und diese tolle Idee auch in Frankfurt etablieren mit Chios, India and Germany. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Kriti Kumar und ich werde Sie heute begleiten durch das Gala Charity Event 2022. Ja, sicherlich ein sehr, sehr emotionales Video, was die Herzen von uns allen berührt hat. Und ja, dafür sind wir hier, denn man sagt, der Gedanke zählt. Und ich möchte mich bei jedem und bei jeder bedanken, die heute gekommen ist, für das Engagement und für mich und für alle einen großen Applaus in die Runde. Es ist so toll, dass so viele verschiedene Menschen heute gekommen sind. Wir haben sehr viele Ehrengäste da, vor allem Herr Ashok Tawar. He came from India and he's one of our chief guests today. Most welcome to Germany, to Frankfurt. Herr Juma Smedov, KAV-Vorsitzender Frankfurt am Main, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. So, weiter geht's mit Herrn Stadtrat Mike Josef, auch Stadt Frankfurt am Main. Der wird in Kürze hier eintreffen. Anschließend der liebe Herr Bürgermeister Ockel, mein lieber Kollege. Und gemeinsam werden wir heute auch mit Herrn Schäfgett die Stadt Kelzerbach repräsentieren. Und dafür bitte den größten Applaus von dem heutigen Abend. Applaus
Natürlich möchte ich auch die Damen und Herren Stadtverordneten aus Frankfurt herzlich willkommen heißen. Dankeschön, dass Sie da sind. Auch ein Applaus. Herr Kallab, vielen Dank, dass Sie heute auch gekommen sind. Dankeschön, wir sind sehr froh, Sie da zu haben. Und ich möchte alle weiteren Ehrengäste begrüßen, Herr Preet Gill und alle anderen, die heute da sind, Vinay Kumar, jeden. Dankeschön, dass Sie da sind. Und zu guter Letzt Herrn Ashwini Kumar Tiwari. Bitte einen riesigen Applaus. Und natürlich auch die liebe Kollegin, die ich heute kennengelernt habe, Diana. So, wir haben heute ein tolles Programm mit ganz vielen verschiedenen Performances und ich würde sagen, lasst uns direkt beginnen mit einer, ja, also die Performance kommt erst danach. Erstmal beginnen wir mit einer Rede und dafür möchte ich sehr gerne Herrn Jumas Medov auf die Bühne rufen. Herr Medov, das Redepult gehört Ihnen und zeitgleich möchte ich auch den Herrn Saurabh Bhagat auch auf die Bühne bitten, denn jetzt werden wir ja direkt am Anfang schon eine kleine Blumenübergabe machen. Also vielen lieben Dank. Ich muss ja sagen, die Veranstaltungen, die man erlebt, oh vielen Dank, sind immer wieder für eine Überraschung gut. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich jetzt eine Rede halten soll. Das kam jetzt vor ein paar Sekunden. Also vielen Dank, liebe Kriti, also lieber Raoul, ihr seid immer für eine Überraschung gut. Aber ich denke, jeder, der hier ist, der weiß das auch. Die haben nicht nur ein großes Herz, sondern viel Fantasie. Und jeder von uns dann hat da schon mal davon profitieren können. Ich bedanke mich natürlich, ja, vielen, vielen Dank natürlich an Kriti und an Raoul schon im Voraus. Vielen, vielen Dank an die Familie Kumar auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Es ist toll. Es ist ein Freitagabend, wir sind alle gut gelaunt, sind so viele Menschen da, aus sehr vielen Ländern, aus sehr vielen Städten. Wir haben auch natürlich auch Kesselbach, der ist auch sehr, sehr gut vertreten, Stadtparlament ist vertreten. Es sind viele meiner Kolleginnen und Kollegen heute da. Das freut mich natürlich sehr. Es ist eine besondere Veranstaltung in diesen schwierigen Zeiten, dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Wir haben gerade das Video gesehen. In der Tat, man muss auch ganz offen und ehrlich sagen, uns geht in Deutschland sehr, sehr gut. Also wenn wir bedenken, dass wir bestimmt zu den besten Ländern der Welt gehören, also die Lebensstandards, die wir haben, einige wissen das wahrscheinlich nicht zu schätzen, die kritisieren immer wieder, aber wir müssen auch realistisch bleiben. Es sind Länder, denen geht es im Moment noch viel, viel schlechter. Es sind Länder, wo gerade Krieg passiert, wo Millionen Menschen auf der Straße sind. Es gibt auch Länder, die gerade auf dem Weg sind, sich weiterzuentwickeln. Und es sind auch Menschen, die leider halt nicht so viel bekommen oder nicht so viel haben oder nicht so viel haben, dass die dann verdient hätten. Und das haben wir gerade gesehen. Es ist toll, dass wir Menschen haben, die sich dann einsetzen. Und da sind eigentlich Hunderte, Tausende Menschen, die davon profitieren, die ansonsten überhaupt niemanden hätten. Und ich denke, jeder von uns, der macht dann unsere Welt ein bisschen besser. Und das ist wichtig für uns, dass wir auch uns gegenseitig unterstützen. Weil allein in diesem Saal sitzen hier sehr, sehr viele Menschen. So gut wie jeder in diesem Saal hat schon was Tolles auf die Beine gestellt. In Frankfurt, in Kesselbach, in Deutschland, in Indien oder in vielen anderen Ländern. Und das ist halt unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dass wir dann so viele heute da sind, dass wir auch unsere Erfahrung austauschen, dass wir unsere Erfahrung teilen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, das finde ich toll. Und das finde ich natürlich toll, dass der Raoul Kumar das heute organisiert hat, dass er hat das ins Leben gerufen, der engagiert sich seit sehr vielen Jahren. Ich hatte das Vergnügen, ihn dann von einigen Jahren, ich habe ihn kennengelernt und in der Tat bis heute überrascht er mich immer wieder. Also er ist engagiert, er ist ein erfolgreicher Unternehmer, der hat eine tolle Familie, das ist ein tolles Fundament, darauf bauen sie dann zusammen, aber die vergessen ihre Mitmenschen nicht. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass so viele Menschen, egal wo die herkommen, was für eine Herkunft die haben,
egal aus welcher Schicht die kommen, dass die eigentlich nur Gutes über die Familie sagen. Das finde ich auch sehr wichtig und richtig, dass man das auch betont. Und dass wir heute gemeinsam uns für diese Sache einsetzen, dass wir den Menschen helfen können, indem wir sagen, hier, jede Hilfe kommt an und die kommt auch richtig an. Heute haben wir auch Fachleute da, die sagen, hier, wir erzählen ein bisschen mehr, wie wir das machen. Es ist auch wichtig, dass wir auch die Experten dafür haben. Also der Wunsch alleine reicht ja nicht aus. Und deswegen, ich freue mich auf den heutigen Abend, ich freue mich auf die Gäste, auf die neuen Gäste, die wir heute dann, wir werden auch neue Gäste, neue Gesichter uns einbringen. Und das ist toll bei den Veranstaltungen von Familie Kumar, dass man jedes Mal nach jeder Veranstaltung mit mindestens 3 neuen Kontakten rausgeht. Und das empfehle ich und wünsche ich auch jedem, dass heute jeder, der heute da ist in diesem Saal, mit 3 neuen Kontakten heute nach Hause geht. Mit 3 tollen Kontakten, mit 3 tollen Menschen. Also die man dann wird heute kennenlernen. In der Hinsicht, ich gratuliere nochmal ganz herzlich für diese tolle Veranstaltung, schon im Voraus. Ich habe schon einige Veranstaltungen erlebt, ich weiß, die anderen war schwer zu toppen, aber das wird dann heute der Fall sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wünsche noch allen einen wunderschönen Abend und nochmal viele Grüße und vielen, vielen Dank an die Familie Kumar. Ich bitte nochmal um Applaus für diese tolle Familie. Vielen Dank dafür. Ja, danke schön, lieber Jumas, für die weisen und wahren Worte. Jetzt lasst uns direkt mit dem Programm weitermachen. Doch davor noch eine kurze Sache. Ich habe eben überlegt und mir gedacht, was ist das, was uns aus schlechten Tagen, aus dunklen Tagen weiterhilft? Es ist Hoffnung und es ist Motivation. Wir haben uns heute alle hier getroffen wegen einem traurigen, bedrückenden Thema, weshalb auch der Herr Bhagat auch eine ganz tolle Initiative gegründet hat. Und jetzt, um dieser Hoffnung, um dieser ganzen Motivation einen guten Stellenwert zu geben, möchte ich alle bitten, den Flyer, der vor allen auf dem Tisch liegt, einmal hochzunehmen, einmal so, wie ich das Blatt gerade in der Hand halte. Und jetzt sagen wir dreimal Gala. 1, 2, 3. Gala! 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 Super! Und jetzt machen wir weiter mit unserer ersten Performance für heute. I would like to request Miss Jaita and her lovely daughter. She is 8 years old and she is a wonderful dancer. They prepared a Bollywood dance. Enjoy! Come.
Bei dieser Ansage freue ich mich jetzt am meisten, denn jetzt möchte ich den lieben Herrn Bürgermeister Ockel auf die Bühne rufen und ihm das Rednerpult freigeben, Herr Ockel, und Ihnen werde ich persönlich die Blumen übergeben. Ja, guten Abend. Mein Name ist Manfred Ockel, ich bin Bürgermeister der Stadt Kelsterbach, also unmittelbar der Nachbar zu Frankfurt und Frankfurt Höchst. Und ich möchte zunächst mal Familie Kuma ganz besonders danken und würdigen. Familie Kuma lebt zu einem großen Teil in Kelsterbach. Wir haben uns in Kelsterbach kennengelernt, wir haben gemeinsam im Magistrat mit Raoul gesessen und Entscheidungen getroffen. Und wir haben mit Kriti die jüngste Stadtverordnete in Kelsterbach, die bei uns im Parlament ebenso viele Entscheidungen trifft und mit uns gemeinsam für eine gute Stadtpolitik hoffentlich sorgt. Die Familie Kuma unterscheidet sich zu vielen anderen, dass sie einmal sozial engagiert ist, dass sie sich für die Stadt, für die Region einsetzen und dass sie Menschen helfen, die unbedingt in Not brauchen. Und ich glaube, wenn ich als Deutscher sage, wir müssen mehr Nächstenliebe lernen, wir müssen mehr Solidarität wieder lernen, ist dies, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die wir auch nach Covid lernen müssen. Wir klagen gerne auf hohem Niveau, aber wir sollten uns den Spiegel vorhalten und sollten sagen, wir haben viele andere Länder, die unmittelbar unsere Hilfe benötigen, denen es um Leben und Tod geht. Und jeder, der in einem solchen Land war, der die Armut gesehen hat, die Hilfe der Menschen, die notwendig ist, der sollte, was alles möglich ist, auch geben. Und er sollte vor allen Dingen auch die Solidarität dazu zeigen. Und darum bin ich sehr dankbar, dass Raoul und die Familie Kuma mit Sorinda und Kapil Kuma hier diese Wohltätigkeitsveranstaltung organisiert. Und ich bin überzeugt davon, dass wir alle unseren Beitrag leisten können und dass wir auch andere ansprechen, um dieses Ziel zu erreichen, eine aktive Hilfe für diese wunderbare Ambition, Menschen in Indien zu helfen, ihnen ein Zuhause zu geben und sie medizinisch zu versorgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke nochmal ganz herzlich der Familie Kuma. Auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Worte. Now I would like to request Mr. Thavar on the stage. And one big applause for him. As I already told, he came from India. He is a great politician. Most welcome. And to give him flowers, I would like to request Mr. Preet Ji to come on the stage. Distinguished ladies and gentlemen, my younger brother and member of parliament from Germany, Raoul and his family, other distinguished member of parliament, Mayor Saab, and all my dear friends. I'm really delighted and thankful to Raoul and his family, all his friends, to invite me to this gala gathering 2022. And though it's my first time to visit Germany, Mayor Saab was asking me, the mayor of the city who just spoke before me, that are you coming here for the first time? I said yes. But I have been just hovering and moving around Germany several times, but today I got the chance. This is a great land. We have been, since, because I am a student of history, and we have been listening and reading about Germany's great culture, great people,
great philosophers. We have been listening about Max Müller and people like many other people we have been reading. I must say that though I am here to listen to other fellows, but because they are speaking in Germany, I am not able to grasp as much as I should. So we'll try to, after I reach here, I realize that I also must read and learn a little bit of German. This is a great land. I appreciate this. I was listening to the story. I listened to the story of Raoul's father, who introduced this family to Germany. Though he is not here, we have been meeting him in India several times. And today we interacted with Ashwini Tiwari, how he started 40-45 years back. And same is the story of all the people. And this land has given great opportunity to all of you, especially people who came from India and other parts of the world. He was just mentioning, the mayor of the city, that in my constituency there are about 35% of the population who are of different origin, but now this culture has assimilated them, given them opportunity, and I must say that this is my first visit, but I will try to come as much as possible in the days to come. And because you have different experience, you all are from different walks of life, different professional background, I urge all of you, because this country has great role to play in developing not only Germany as strong economy, very strong in the technology background, but also you helped several other countries across the world, especially what China is today. I think Germans have a great role to play. And because now we all know that India and China together contribute to the 1/3 of the population. Every third individual roaming on this earth belongs to either of these two countries. So I, on behalf of people of my country, though I know that there are many, many problems also, you get a lot of hurdles when you think of starting something new, something big. But still, as young country and as today, I can't claim that I am young, but I am in somewhere in the middle of my life. So I, and on behalf of all 135 crore people, ensure you that whenever, wherever you need support of people like us, we are always there. I ensure you that if not in each and every village, but in each and every district of the country, if you wish to start something, because we need collaboration. We have challenges like climate change. There are lot of issues. We must come together and make this planet a safer place to live. Thank you so much again for inviting me and my colleagues, and wish that I will come again soon. Thank you so much. Jai Hind. Ek bar zordar taaliyan hamare MP saab ke liye. तो आगे बढ़ते हैं, आज की शाम को आगे बढ़ाते हैं. अभी मैं स्वागत करना चाहूँगी पीहू पुन्नी का. उसने एक बहुत ही अच्छी बॉलीवुड परफॉर्मेंस तैयार की है. अभी देखो, छोटी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है. सो यस, एंजॉय द परफॉर्मेंस. Thank you.
Now original. मेरे दिल में छुपा है चोर कोई मेरा दर्द न जाने और कोई इस दिल से निकालो दिल कैसे संभालो मेरा दिल पे नहीं है चोर कोई हाय चोर कोई ये चांद कोई दीवाना है Performance, sehr gut gemacht. Noch einen Applaus für Pihu. Ja, es sollte uns die größte Ehre sein, uns um die Menschen zu kümmern, die sich einst um uns gekümmert haben. Mit diesem Satz habe ich Sie sicherlich emotional berührt und bestimmt die eine oder andere Erinnerung hochgerufen. Vielleicht auch eine Erinnerung, an die Sie gar nicht mehr gedacht haben. Aber das erste Kapitel im Leben von einem Menschen, die Eltern, die Menschen, die wirklich ganz, ganz, ganz wichtig sind, vor allem, wenn man auf diese Welt kommt. Unsere ersten Lehrer und vor allem unser erstes Vorbild. Dafür haben wir uns heute getroffen. Viele Menschen vergessen es, dass auch ihre Eltern sie eines Tages brauchen, genauso wie wir als Kinder unsere Eltern gebraucht haben. Doch deswegen ist es umso wichtiger, dass man daran denkt, sich um seine Mitmenschen zu kümmern und Initiativen zu ergreifen und zu fördern. Ohne mehr Worte zu verlieren, möchte ich jetzt Herrn Ashwini Kumar Tiwari auf die Bühne bitten. Pult ist frei für Sie. Gerne einen Applaus und zeitgleich Dr. Gulati für die Blumenübergabe. Gulati, Onkel. Liebe Gäste, liebe
Ehrengäste auch, die von Stadt hier gekommen sind. Und ich freue mich sehr auf diese Gala, dass alle sehr herzlich teilgenommen haben. Erstmal gratuliere ich und es freut mich sehr, dass die Familie Rahul und Kirti, wie die das alles vorbereitet haben, dass die Menschen, die nicht wenig Geld haben und denen wir helfen, das ist ja dieses Engagement erstmal, den ich herzlich bedanke. Und das für die Menschen zu unterstützen, das ist eine große Ehre für mich, dass sie sowas machen. Erstmal werde ich allen bitten, dass für diese Ehre, für die Familie Rahul und gesamte Familie Rahul, denn einen Applaus. Vielen Dank. Es war für dieses Gala, war ja unvorbereitet, dass Sie mich hier auf die Bühne geschickt haben. Das habe ich ja gar nicht mehr erwartet und da habe ich gar nicht gedacht, dass ich mir. Es fehlen mir die Worte, ich habe die Bilder gesehen, wie die Menschen in Krankenhaus leben und dass die, sagen wir mal, finanzielle Not haben und dass die alle gemeinsam unterstützen. Und ich bitte euch alle, dass sie alle gemeinsam herzlich. Uns geht es sehr gut, sagen wir mal so. In Deutschland geht uns allen sehr gut. Aber wir müssen so denken, dass sie auch unsere Mitmenschen, die auch Bedürfnis haben, sagen wir finanzielle Bedürfnis, den zu unterstützen. Ich bitte euch alle, das alles mitzumachen und vielen Dank. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं इतने खुश चेहरे यहाँ पे देख रही हूँ धीर अंकल जी और अर्जुन नारंग अंकल जी आए हैं इतनी दूर से तो सभी का बहुत 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 स्वागत है और एक बार अभी से ही मैं थैंक यू बोल रही हूँ जिन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया है और उन सब के लिए ज़ोरदार तालियाँ आगे बढ़ते हैं अभी हमारे बीच में अनीशा आ चुकी हैं मिस अनीशा बहुत दूर से म्यूनिक से आज ही आई हैं और उन्होंने एक वंडरफुल कथक परफॉर्मेंस तैयार किया है सो लेट्स एंजॉय दिस सब छीन रे बुझने न पिलाए के छाप तिलक सब छीन रे बुझने न पिलाए
तिलक सब छे निर्भूस नैनो मिलाए के नैनो मिलाए के सेना चलाए के नैना मिलाए के सेना चला के मोटे नैना मिला के मोस नैना मिला के मोस नैना मिला के मोस नैना मिलाए के बात अघम कह बात अघम कह बात अघम कह दे निरे मुस नैना मिलाए के छाप तिलक सब निरे मुस नैना मिलाए पिलाई के प्रेम भटी का मधुवा पिलाई के जी मधुवा पिलाई के जी मधुवा पिलाई के जी मधुवा पिलाई के मधुवा पिलाई के मतवाली कर मतवाली कर मतवाली कर तिलक सब निरे मुसे नैना मिला के छाप तिलक सब निरे मुसे नैना मिला के मिलाई
eine tolle klassische Aufführung habe ich noch nie gesehen. Was ist mit euch? Es war so toll. Bitte noch einen riesigen Applaus. Ich hatte wirklich eben Gänsehaut, also mir fehlen wirklich die Worte und ich habe auch jeden beobachtet und jedem hat es sehr gut gefallen. Und das macht mich umso glücklicher. Also, lasst uns mit dem Programm weitermachen. Gerne möchte ich jetzt den Herrn Kalab, einen weiteren Ehrengast von uns, auf die Bühne bitten. Und für die Blumenübergabe möchte ich meinen geschätzten Onkel, Herr Sherman Kumar, auf die Bühne bitten. Die Bühne ist frei. Schönen guten Abend, sehr geehrte Anwesende, sehr geehrte Familie Kumar, speziell Kapil und Raoul. Ich danke sehr für diese schöne Einladung und ich bin wirklich sehr dankbar und überrascht für diese Initiative, die Sie haben, karitative und hilfreiche für die armen Leute, die wirklich gebraucht werden. Ich kann das schätzen. Ich komme von einem Land, das so ähnlich ist, wo das viele bedürftige Leute diese Unterstützung und diese Initiative brauchen. Ich danke sehr und ich hoffe, dass das Ihre Arbeit wird erfolgreich und ich bin bereit, irgendwie in meinen Position und meine Tätigkeiten zu helfen und irgendwie weiter zu arbeiten auf die guten Zwecke für die armen Leute. Und wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Vielen, vielen Dank für den Redebeitrag, Herr Kalab. Und jetzt überlegen Sie mal. Kathak bhi ho gaya, Bollywood bhi ho gaya, kya reh gaya? Bhangra! Yes! So, now Pihu Punni is going to present Bhangra. Aglawa majboori nu आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी तीजावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूरी नू रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मनू ना रोके मेरे डोल जुदाई आदी तेनु खबर की मैं हो गए आ जाए Empire.
Fantastisch. Jede Performance wird besser und besser. So, so, so unglaublich toll. Machen wir direkt weiter mit dem Programm. Jetzt möchte ich eine sehr, sehr besondere Person auf die Bühne bitten. Eine Person, die vor ungefähr einem Jahr Geschichte geschrieben hat. Ja, Geschichte in der Stadt Frankfurt am Main. Habt ihr eine Idee, wen ich damit meine? Nein, Rahul! Rahul Kumar, erster indischer Stadtverordneter der Stadt Frankfurt. Und zur Blumenübergabe möchte ich meinen anderen Lieblingsonkel Kapil Kumar auf die Bühne bitten. Anderer Lieblingsonkel Vinay Kumar. Kumar Kumare, Onkel Sabel. Theek hai na? Ja, drei Kumars auf einer Bühne, das wird ja spannend. Ich versuche jetzt mal. Die Blumen sind gar nicht nötig. Mr. Vinay, thank you. He's my brother. Thank you. Großer Applaus für ihn. Ich bin sehr aufgeregt. Aber ihr seid alle meine Freunde, meine Unterstützer, deswegen darf ich mich ja beruhigen. First of all, we are here in Germany, Frankfurt, Höchst. And we are seeing these flags of Germany before and from India. And there is a very special guest. Many people come from Frankfurt, outside of Frankfurt. Some of come from Munich, some come from Stuttgart. But there are some people that are coming from all the way from India to us today. And I wish and hope and request you all that with this clapping, we must hear this in India. For Mr. Ashok Tawar, Dr. Ashok Tawar, he's coming from India. Großen Applaus. Jeder soll bitte diesen Mann schätzen. He's a very famous and young politician and former MP, National MP from India. Und für mich persönlich ist er ein großes Vorbild. Das heißt, in seinen jungen Jahren hat er sehr viel erreicht. Und vor allem hat er immer die Charity mitgenommen. Er hat immer Menschen geholfen, denen es nicht so gut ging. Er hat sich immer für die eingesetzt, denen es nicht so gut ging. Er ist zu jedem Kleinen als auch Großen hingegangen und hat seinen Respekt gezeigt. I saw some pictures of Dr. Tawar. And he's going to the village, to the people, touching their feet, hugging them, and he's giving them all this love, blessing, and he shows that he's caring for his people. And not only in this area where he is elected as an MP, also in all other states, because people love him very much. So he's a very, very motivational person, and I am very happy, Dr. Ashok Tawarji, that you are here with your team. Also, Mr. Magu is here. Thank you very much. Once again, it means a lot for me, and we can learn for you. We can learn from you. Thank you very much. And he will be staying some days here in Frankfurt, and we have some other programs also. Ich habe heute einem Menschen gesagt, dass ich ihn sehr lieb habe. Und bestimmt denkt er, das sagt er jedem. Aber Azafar, ich habe dich wirklich sehr lieb. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Steh mal auf. Sehr, sehr wichtige Person. Ich habe ihn vom Herzen lieb. Es gibt Menschen, die trifft man und dann hat man sich einfach verbunden. Kuch log aise hote hain, aap unse pehli baar milo aur milte hi aapka dil bolte hai, yaar ye bahut badhiya banda hai. Aapko usse kuch lena dena nahi hai, magar wo insaan bahut acha hai. Unme aap ho, Mabroor ji baithe hain, Vinay bhai baithe hain, Gagan ji baithe hain. Matlab ye aisa lagta hai ki dekhkar bahut khushi milti hai aur unse milne ke baad aadmi
दो-दो बार तीन-तीन बार हक करता है प्रीत भाई बैठे हैं भट्टी साहब बैठे हैं डॉक्टर गुलाटी मनीष जी मतलब एवरी पर्सन जो आप मिलते हो तो इट फील्स लाइक यू हैव टू हग हिम नॉट ओनली वंस यू हैव टू हग हिम थ्री टाइम फोर टाइम एंड स्टिल यू लव द पीपल वेरी मच सो हॉइट सिंह Personen hier aus vielen unterschiedlichen Kreisen. Deswegen hat der Vorsitzende Medow richtig gesagt, wir haben nochmal tiefer gegraben und neue Gesichter rausgeholt aus den Rhein-Main-Umgebung, damit wir auch uns gut vernetzen. Vorstandsvorsitzende, Verbandsvorsitzende von verschiedenen Kulturen, von sozialen Einrichtungen sind heute hier, Vertreter der Politik, aber vor allem auch Menschen, denen es darum geht, Zeichen zu setzen, auch zu zeigen, wir sind für euch da. Und solche Menschen respektiere ich sehr und ich schätze das sehr. Auf diesem Weg hierher haben mich einige Menschen stets motiviert und immer unterstützt und standen mir zur Seite. An ganz vorderster Stelle der Bürgermeister Manfred Ockel, der heute auch hier vertreten ist. Einen großen Applaus für ihn, Herr Bürgermeister. Es war mein Traum, Sie auch mal nach Frankfurt zu ziehen. Ich bin schon hier umgezogen hier. Sie sind jetzt der Nächste. Also vielen Dank, dass Sie da sind. Ashwinit Kumar Tiwari, sehr, 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 sehr Motivator für mich. Vielen, vielen Dank dafür. Meine lieben Stadtverordnete, Herr Sitki ist auch hier, der Herr Medow, auch KAV-Vorsitzende, die reizende Diana, stellvertretende KAV, die heute hier ist. Also ich kann die einzelnen Namen ewig weit ziehen, auch der Stadtrat von Kelsterbach, Herr Schäfkett. Ihr seid für mich sehr, sehr Motivatoren gewesen. Auch die, die weiter hinten sitzen, das hat nichts zu bedeuten, denn ich möchte mit jedem von Ihnen sprechen. Denn ich habe jeden Einzelnen lieb. Ob er hinten sitzt oder vorne sitzt, das hat nichts zu bedeuten. Ihr alle habt einen Sitz in meinem Herzen. Das ist wichtig. So ein toller Moment heute Abend. Wir haben viele jetzt Reden gehört. Aber manche Reden sind keine Reden, sondern die kommen aus dem Herzen. Und Menschen, die ein großes Herz haben, wie Mr. Tilak Raj, das sind die Menschen, die haben ein großes Herz. Die haben ein großes Herz und möchten der Community helfen, möchten Menschen helfen. Und dabei geht es nicht darum, wo wir herkommen, ob wir aus Indien sind, oder aus Pakistan sind, aus Afghanistan, das hat keine Bedeutung. Sondern hier spielt das einzige Wertvolle, was uns zusammenhält. Und zwar die Liebe, die uns zusammenhält. Und es ist das Einzige, was wir teilen, aber das wird nie kleiner, sondern immer, immer größer. Das heißt, die Liebe verbindet uns. Und das ist das Wichtige, dass wir dieses Zeichen setzen. Nicht nur für uns selbst, sondern für all diese Menschen, denen es nicht so gut geht. Wir haben es im Video vorhin gesehen, die Einrichtung Shios, die von Herrn Bhagat auch organisiert wird, der ist auch heute hier aus Indien, das ist der CEO, der Director von Shios India. I visited this center, I was there, I see all these people with my eyes. Und ich kann sagen, diese Einrichtung macht sehr, sehr schöne Arbeit. Die holt Menschen aus der Straße mit Ambulanzen heraus und versucht sie wieder ins System zu integrieren. Das heißt, wenn die krank sind, werden die kostenfrei gepflegt und soweit fertig gemacht, soweit alles mit der Bürokratie als auch Gesundheit erledigt, dass sie wieder ihr normales Leben führen können. Die werden so lange unterstützt, bis sie wieder auf den Beinen sind. Und das ist eine große Einrichtung, eine der größten, die in der Hauptstadt auch tätig ist und die vollständig zu 100% auch eine karitative, also eine Charity-Einrichtung ist. Und als ich diese Einrichtung besucht habe, habe ich den Herrn Bhagat gesagt, ich werde für dich mal eine Veranstaltung organisieren oder mich dafür einsetzen. I promised him that I will do this in his office. And I know that time you just thought, oh, he's just saying like this. But today it's a fact. It's a
it's a fact. Because I always want to do what I say. So it's not just to say, but we have to also talk and walk what we are saying. Therefore, very thankful that you also arrived from India today here. It's a great pleasure to have you here. Jetzt habe ich mich bei vielen bestimmt nicht kenntlich gemacht, gezeigt. Bitte verzeiht mir. In so einer großen Umgebung ist es natürlich nicht einfach, auch zu stehen und zu sprechen, die Nerven zu behalten. Aber ich habe alle sehr lieb. Srivastav Uncle Bert hai piche. Bohot hi motivational hai. Hamesha mera dhyan rakhte hai. Thank you very much. Aap yahan par sab aaye ho. Everybody who was here. Aur bohot khushi ho rahi hai. Phir se main bolna chahunga ki mujhe dil se khushi ho rahi hai. Aap sab bhai log yahan par aaye hain. Aur ek bar aap sab aaj ke din ko yaad rakhna. Kyunki aaj ka din gala is the first time organizing in Germany. Mujhe yaad nahi hai ki last time kisne kiya hoga. But we have to bring it forward. So we have to do it together. Aur jo bhi insaan isse inspire hota hai. Zaruri nahi hai charity hamesha bahar jaakar ki jaye. We can do charity in our own home. We can do it with our people. They are living together with us. So I would like to thank for once more. Thank you. Nara uncle, aap yahan par aaye hain. Itni door se chalkar aaye hain. Thank you very much. My motivator, my true wave shower, thank you. So this is actually very nice and I hope we can enjoy the evening. Viele haben auch Hunger, gleich wird das Buffet auch eröffnet. Und die, die Hunger haben, ich sehe das da hinten schon, die melden sich. Ja, wir haben alle Hunger, aber das ist einfach ein Zeichen dafür zu setzen, dass wirklich in der Welt viele hungern müssen. Wir haben die Wahl zu sagen, wir warten noch etwas. Aber viele haben die Wahl nicht. Also versucht man einfach in dieser Hinsicht nachzudenken. Ich zum Beispiel habe mir vorgenommen, seit einem Jahr einen Tag zu fasten. Montags esse ich zum Beispiel nichts. Einfach um dieses Gefühl zu haben, wie gut wir es haben. Und das hat jetzt keine religiösen Hintergründe, sondern mehr eine Art innerliche Stärke zu bekommen und sich dafür sensibilisieren, wie wichtig für uns das Essen ist. Zum Schluss möchte ich noch eine Person besonders erwähnen. Sie denkt auch, dass ich das nur zu ihr sage, aber Sumita, du bist wirklich die hübscheste und allerbeste Person, die ich auf dieser Welt kenne. Einen großen Applaus für dich, steh mal auf. Steh mal auf, die müssen nicht alle sehen, ja. Sehr gut. Und eine Person, die mich mein ganzes Leben lang begleitet und mich immer auch genervt hat und mich auch mal geschlagen hat, mich alles Mögliche, was schlimm war, mit mir gemacht hat, aber sie immer an meiner Seite war. Mamta, komm bitte nach vorne. Komm bitte nach vorne. Dost kahun, saathi kahun, samajh nahi aata kya kahun. Aber das ist die Person, die immer an meiner Seite steht, ob ich gut bin oder schlecht bin, sie ist immer für mich da. Deswegen hier, dieser Applaus ist für dich. Schlag habe ich ihn nicht. Vielen Dank, Rahul, für diese Ehre. Ich würde auch gerne ein paar Worte zu dir, zu deiner Familie sagen. Also die Familie von Rahul ist eine sehr besondere Familie. Und ich glaube, das Besondere an dieser Familie ist der starke Zusammenhalt, der unerschütterliche Zusammenhalt, aber auch von Onkel Anti die Erziehung, die heute leider nicht hier sein können, weil sie in Indien sind. Und ich möchte sie nochmal speziell erwähnen, weil sie eine tolle Erziehung hervorgerufen haben bei den Kindern, weil Onkel Anti war wirklich immer an erster Stelle die Hilfsbereitschaft, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und so waren die Kinder auch schon immer. Also das heißt, Rahul Surinder Kapil als Kinder, ich kann mich erinnern, weil wir sind zusammen aufgewachsen und auf jeder Feierlichkeit, auf Hochzeiten, wir haben überall geholfen, angefangen von Musik, Fotos machen, am Ende putzen. Also die waren sich wirklich für nichts zu schade. Und man sagt ja auch immer, man erkennt einen Menschen daran, wie er mit dem anderen Menschen umgeht, der im Gegenzug für den anderen gar nichts tun kann. Und das ist wirklich so, dass
Also so dieses Zitat, auch wenn ich es vielleicht nicht wortwörtlich wiedergeben konnte, aber die Bedeutung, da denke ich immer an Rahul. Und ja, ich denke, Wertschätzung, Dankbarkeit und auch Demut hat dich und deine gesamte Familie so weit gebracht. Und ich danke einfach nur, dass ich jedes Mal auch ein Teil vom Ganzen sein darf. Und das Projekt ist toll. Und ich habe heute noch mal genauer darüber erfahren. Und ich werde es auch unterstützen, soweit es in meiner Macht steht oder soweit ich kann. Das verspreche ich dir, finanziell auch. Und auch so, überall, wo ich helfen kann, werde ich das machen. Und ja, dann wünsche ich Ihnen noch allen einen schönen Abend und alles Gute auch für Sie. Vielen Dank, Mamta. Ich würde dir die versprochenen 100 Euro später geben. Mach dir da keine Sorgen. Du hast so schön für mich geredet. Thanks again. Lovely party. Apne bhai ko lekar. So nice. Matlab, aapse milkar to wo tar judi gayi hai. Thank you very much. Aapne apna vaada pura kar diya. Bahut achha laga. Sharman bhai sahab yahan par aaye hain. Thank you very much. Everybody who was today here. Once again, I am very glad that you are here. Wir erwarten noch einen Ehrengast, der ist auf dem Weg hierher, dann werden wir auch ihn noch mal kurz hören. Nochmal vielen Dank, Herr Mr. Varun Sharma ist auch mittlerweile eingetroffen. Schön, dass Sie es geschafft haben, herzukommen. Und allen anderen, ne? Anil Ji baithe hue, aap sab ka bahut bahut dhanyawad. Ek insaan, aap sab mere bhai ho, aap sab mere mitr ho. Thank you all and enjoy the evening. Stay with me, stay here, and we will enjoy the food. Don't go away. I want to see every face again before you go. We don't have to clean the hall. We will enjoy here. Thank you very much. So, jetzt geht es rüber zu einem sehr besonderen, Teil von unserer heutigen Veranstaltung. Ich möchte gerne Herrn Saurabh Bhagat auf die Bühne begrüßen. Bitte einen großen Applaus für ihn. Er ist der CEO von Shios. Inko main pyar se Saurabh Bhaiya bhi bulati hoon. Ye aaj ke hamare bahut hi special guest hai aur ye abhi hum sabko jo sanstha hai jinme ye inke pitaji inke dadaji inki bahut zyada mehnat lagi hai. Inhone apne khoon parseene se usko bada kiya hai. To inke liye ek bar fir zordar taaliyan jo ye logo ko sahara dete hain. मेरी नजर में बेसहारा लोगों को सहारा देना यही इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है और इनको हम अपनी तरफ से अब फूल देंगे तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिस्टर तिलक राज जी और मिस्टर कश्मीरा जी वो स्टेज पे आए और इनको फूलों से सम्मानित करें Good evening, everyone. I'm Saurabh Bhagat from India, standing in front of you. And I feel honored and privileged to be able to stand here in front of all the people, all the dignitaries, all the great people of Germany. Thank you for coming here. Thank you for coming in support, in aid of such people, people who are actually forgotten. You know, this organization, it's the first organization of India which was started for the elderly. Elderly who were abandoned. People having dementia. People who are on the roads. People who don't know where the next meal will come from. You know, these are such problems which are not evident in the other parts of the world. But yes, it is. And India is struggling with it. The people of a country are struggling with this problem. You saw the video which was started in the beginning. It talks about the people who have no home. It talks about
people who have lost hope. We all have gathered here to bring hope for these people. Hope is a very strong word. When we talk about hope, can they survive the next morning? Kya wo agla din dekh payenge ya nahi dekh payenge? Kya unko agla meal milega? Kya wo agli bari roti kha payenge? Ye sochna kitna mushkil kaam hai. Hum log jitne log yahan pe baithe hain, hum log jante hain ek meal ki kya kimat hoti hai. Yahan pe bahut sare log bharat se hain jinhone bahut mehnat kari hai aur apne aap ko germany mein aake bahut bulandiyon pe le gaye hain. Iska sabse bada example hamare kumar family hai, jin logon ne aur jin ki wajah se aaj main stage pe khada hoke ye baat keh sakta hu. Rajkumar ji ke bare mein bolunga, inke father saab. He is a gem of a person. He was the one who said ki what you do, you have to do it for service. Service to humanity. I don't want to, you know, extend it. It's a long thing. It's a 20-year-old journey. 20 years in making an institution which cares for its people. In India, there is no social security. If a person becomes old, who should he write to? Who should he go to? There is no institution or establishment which take cares of the elderly under their roof. People who have dementia, people who cannot speak. We are a home of 500 elderlies, and we have served more than 7,000 elderlies in the past 2 years, and in the past so many years of 20 years of our journey. Next, please. Our vision to mitigate the sufferings of elderly, pick them from the streets, and ensure they have a dignified life by providing them access to comfortable accommodation, food, and proper health care. A mission to work for the neglected and abandoned elders left to die on the streets by their families by providing them food, shelter, medical, critical health care. The important part here is that we are providing them everything under one roof. Once they are admitted to our centers, they don't need to look for anything at all. They are taken care for their doctors, their medicines, their care, organic food, everything. Next, please. That's the impact. When we talk about what we do, it actually goes to the people. The money which we raise, the funds which we collect, that is the impact which we have done in just 1 year. The amount of medicines we have done, the checkups we have done for the people, the physiotherapy, the pathology, the food, and the most important number is 1,800 lives were saved last year. 1,800 lives. When I talk about saving one life, how tough is it to save one life? I'm talking about 1,800. And this was possible because people like you came forward and helped us. People who donated to the organization, people who supported. That is the essence of this. Next, please. This is the number, what we are looking for are 500 people. This is actually the deficit in the budget. This is the deficit, the money we do not have to provide those services at an optimal level. We need support for meals for the people. We need support for the medical care. We need support for the operational cost. This is the money which is required to keep them alive for another 1 year. This is why we all have gathered here. I wonder when I was talking to somebody here that, you know, how much does it cost in India to feed a person or take care of him, an elderly person who has medical issues and things? It takes 200 euros for a month. For 1 month, it takes just 200 euros. Imagine a day's cost is less than around 6 to 7 euros. And that money, from that small money to any amount of money, can help these people. You have
you have a platform which can help you. You can then donate, and all the proceeds from this charity, from whatever we get here, it goes directly. There is no administration cost, nothing in it. It is directly for the beneficiaries who are staying at our centers. I request Kriti, and we would have a small a fundraising effort in which a register shall be circulated amongst the tables, and we would request you to be generous and do whatever bit you want to. Whatever, I don't want to put a number to it. Everything is in front of you. And please open your hearts and help us. We are here, I'm standing here for all of you. And we actually need your help to save those lives. Thank you. Okay, das Ganze jetzt nochmal kurz auf Deutsch. Wir werden jetzt für die Altenpflegeeinrichtung in Indien, die Ihnen gerade präsentiert wurde, Spenden sammeln. Und dafür werden die beiden Damen jetzt einmal durch die Runde gehen. Und ja, also jeder Beitrag zählt, jeder Gedanke zählt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Sie dürfen sich jetzt einmal in die Liste eintragen und dann dürfen Sie so viel oder so wenig, wie Sie möchten, spenden. So meanwhile, this is happening. I'll just brief of how the organization started initially. The organization was started 30 years back by my father. He is an MPhil PhD computer science from Jawaharlal Nehru University. It's one of the pioneers of Indian education. So Mr. Tawar is also from JNU, so I know the kind of people JNU makes. It always makes headlines, you know. And he was a computer scientist. He was student of artificial intelligence. In 82, he was a computer science student. And back then, when computers were introduced in the country. And since then, the zeal to serve people in India continued. This is how the organization started. He left his job, he left everything for and to save the people. This is something which we all are requesting, and I humbly request and thank all of you with this concluding note for coming forward and helping us. Thank you so much. And I would like to thank some great people who have already contributed to the cause. The first one to start with is Mr. Rajkumar and family. Thank you so much. A round of applause for donating 2,100 euros to Cheers. Dr. Mukesh Gulati ji, thank you so much for donating 1,000 euros to Cheers. I would again like to thank Dr. Arjun Narang for donating 100 euros to Cheers. And a special people, family Hoffman. Family Hoffman, thank you so much for understanding and supporting for 200 euros to Cheers. Thank you. I would also like to thank Mr. Gagandeep Singh for donating 500 euros to Cheers. And I would also thank another gentleman, Dr. Nasrat Andir, for donating 1,100 euros to Cheers. We have to just meet that number. And with the help of all of you people, I assume that we can do that. And Kriti will take on. And the registers will be going around on the tables. Please feel free to contact Kriti or any person of the Kumar family to donate to Cheers. Thank you. Das war jetzt ein sehr emotionaler Vortrag und hat uns sicherlich alle berührt, weil es um ein sehr ernstes Thema geht. Deshalb möchte auch ich mich einmal bei jedem bedanken, der dazu seinen Beitrag leistet. Und machen wir nun weiter mit der letzten Aufführung für heute. Eine wunderschöne Bollywood-Performance, geplant von Frau Ujwala Gupta. Einen großen Applaus für Ujwala Gupta und Team. Thank you.
Wir haben Sie vielen Dank und herzlich willkommen. Ich möchte nun bitten, jetzt ein paar Minuten mit uns zu verbringen und dass Sie auch Ihren Gedanken mit uns teilen. Danke sehr. Die Blumen kriege ich schon vor meiner Rede. Ja, vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute zum einen da zu sein. Es ist etwas später geworden, aber für mich nochmal ein Riesenanliegen, heute ein paar Worte zu verlieren, weil der Dank verbunden ist auch mit dem Dank, Rahul, für die Unterstützung, für die Organisation dieses heutigen Abends und weil du, glaube ich, etwas machst, was für uns, nicht nur für die Stadt Frankfurt, unheimlich wertvoll ist, sondern für weit darüber hinaus, für die Menschen, die sowohl in unserer Stadt, in unserem Land leben, nämlich füreinander da zu sein, zu unterstützen und zu helfen. Wir haben manchmal die Diskussion, wenn Leute spenden, die viel Geld haben, warum spenden die, was sind die quasi die Motive? Und grundsätzlich bin ich der Meinung, ich bin immer dankbar, wenn jemand helfen will, wenn jemand unterstützen will. Weil es bedeutet, jemand anders bekommt diese Unterstützung und bekommt Hilfe. Jemand anders wird berücksichtigt mit seinen Bedürfnissen und man ist füreinander da. Und deswegen, lieber Rahul, meine sehr geehrten Damen und Herren, freut es mich ungemein, heute Abend Danke zu sagen für all diejenigen, an all diejenigen, die das heute mit organisiert haben und die vor allem die Organisation SHIOS versuchen, nach Deutschland zu bringen, weil da geht es vor allem genau um das. Es geht um Nächstenliebe, es geht darum, füreinander da zu sein und es geht vor allem um die Frage, wie wollen wir leben, wie wollen wir auch im Alter leben. Gerade in einem Land wie Deutschland, wo der demografische Wandel uns zeigt, dass die Menschen immer älter werden, und gerade im Alter auch Unterstützung notwendig ist. Ich habe mich vor einigen Tagen mit dem indischen Generalkonsul getroffen. Wir haben lange darüber geredet, über die Frage, wie Städte sich entwickeln, das Thema Wohnraum in Indien, ähnlich wie hier, die Städte wachsen. Bezahlbarer Wohnraum ist mittlerweile in Indien auch nicht mehr überall zu finden. Die Frage Zugang zu Bildung und zu Schule, für Kinder, für Jugendliche, Zugang zu Arbeit, zu guten Arbeit, von der man auch leben will und leben kann und vor allem ein würdiges Leben im Alter. Und das hat viel eben damit zu tun, dass man füreinander da ist, dass man vernünftige Pflegeeinrichtungen hat mit gutem Personal, das gut finanziert wird und mit einer guten Infrastruktur. Und ich fand es hochinteressant, dass der indische Generalkonsul, als er ausgeführt hat, eigentlich eine Situation in Indien beschrieben hat, die sehr ähnlich zu Deutschland ist. Nämlich, dass auch in Indien, ähnlich wie in Deutschland, die Frage irgendwann aufkommt, kümmert sich die Familie? Kann sich die Familie kümmern? Kann sich die Familie das leisten und finanzieren? Eine Einrichtung, eine Tageseinrichtung, eine Pflegeeinrichtung. Und zwar eine, die auch angenommen wird von dem, der gepflegt wird. Weil wir gerade im Alter, so wie wir hier alle zusammensitzen, ob jung, mitteljung, mittelalt, oft vitale, kluge, dynamische Menschen, man irgendwann mal auch nicht wahrhaben will, dass man irgendwann im Alter auf Hilfe angewiesen ist. Ich hab beim Deutschen Roten Kreuz Zivildienst gemacht und habe das oft erlebt, wenn ich Menschen abholen musste, die in die Pflegeeinrichtungen gegangen sind, Ingenieure, Ärztinnen, Ärzte, Politikerinnen, Politiker, die mit diesem Schritt Schwierigkeiten hatten. Und ich glaube, das, was SHIOS, was ihr, was die Einrichtungen neben den Familien leisten können, ist die Brücke zu bauen. Die Brücke zu bauen, zu sagen, dass das auch Teil unseres Lebens ist und dass jemand da ist, der Verständnis hat, der für jemanden da ist, der Unterstützung leistet und zwar vor allem in Würde. Angemessen, mit Würde und immer mit dem Fokus, den Menschen im Vordergrund zu haben und zu sehen. Und das bedeutet für mich, für uns als Stadt Frankfurt unheimlich viel, weil unsere Stadt auch von gegenseitiger Unterstützung, von Würde und von gegenseitiger Liebe lebt. Vielen herzlichen Dank, lieber Rahul. Vielen herzlichen Dank an alle. Es sind ja auch andere Einrichtungen dabei, die jetzt versuchen, das, was wir gerade im Video gesehen haben, auch hierher zu transportieren. Und zum Teil macht ihr das ja auch schon. Danke für das Engagement, weil ich glaube, gerade unsere Stadt,
das habe ich in den letzten Tagen oft gesagt, lebt vom Engagement derer, die unter anderem heute Abend auch hier sind. Von Menschen, die den einzelnen Tischen sitzen, von Menschen wie Raoul Komar. Vielen herzlichen Dank, lieber Raoul, auf deinem Weg und auf eurem Weg. Wünsche ich euch nicht nur das Beste, sondern auch die Unterstützung, die ihr braucht, um den Menschen, egal in welchem Alter, ein würdiges Leben zu ermöglichen. In unserer Stadt und darüber hinaus, lasst uns als Stadt mit gutem Beispiel, Beispiel für andere sein. Vielen herzlichen Dank, verzeiht die Verspätung, aber ich freue mich jetzt, dass ich hier bin und noch einige Gespräche führen darf. Vielen herzlichen Dank. Das war's jetzt mit den Performances und mit den Reden. Ich möchte mich im Namen von meiner ganzen Familie an alle Helfer und an alle Helferinnen bedanken. Einmal an das Technikteam für die tolle Arbeit. Akilji und Avniji, jo aaj bahut dur se aaye hain hame support karne. Aur har us insaan ka jiska main ab naam nahi le sakti lekin jisne bahut sari help karayi hai bahut bahut bada thank you sabko. Das Essen ist bereit. Ich freue mich auf einen schönen gemeinsamen Abend, auf ein leckeres Abendessen und auf das gemeinsame Miteinander. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich und bis bald. Die heutige Veranstaltung finde ich sehr positiv. War verschiedene Leute in der Veranstaltung für bedürftige Leute in der Welt, die brauchen Hilfe von unserer Hilfe, von unserer Seite. Die heutige Veranstaltung war, wie haben wir gesehen, viele verschiedenen Nationen. Leute dabei von politischen Gremien, von ehrenamtlichen Arbeiten. Das finde ich sehr positiv. Ich möchte das auch betonen. Solche Veranstaltungen sollen das verbreiten und für die ganze Welt in den bedürftigen Leuten, wo die Hilfe brauchen in der ganzen Welt. Ich fand es sehr schön heute, das tolle Ambiente, die Stimmung, die vielen unterschiedlichen Leute. Es war sehr interessant, die ganzen Reden zu hören und auch zu sehen, wofür die Leute sich einsetzen und mit wie viel Herzblut die sich auch alle einsetzen wollen. मैं तो इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब कुमार फैमिली ने जो इवेंट्स किया आज का ये बहुत अच्छा आइडिया है इससे जो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो आर्मूट है मतलब जैसे गरीब लोग हैं तो उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं ये बहुत अच्छा आइडिया है मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं मैं काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़ा भी हूँ तो मेरी ये कोशिश यही होगी कि मैं सभी को इसके बारे में बताऊँ और इसको इसकी हेल्प कर सकूँ Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit hatte, bei der Veranstaltung teilzunehmen. Das war eine wunderschöne Möglichkeit, viele verschiedene Menschen kennenzulernen, aus der Politik, aus Wirtschaft, aus verschiedenen auch medizinischen Bereichen. Ich bedanke mich ebenso bei der Familie Komar für das wunderschöne Engagement. Das ist eine, wir haben heute gehört, eine wunderschöne Familie, die sich sehr viel einsetzt, vor allem zum Wohle der Gesellschaft. Und die bewegen sowohl andere Menschen als auch mich selbst und sind ein Vorbild für mich. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, dass die Familie Kuma, die ja zu einem großen Teil in Kelsterbach lebt, sehr, sehr sozial engagiert ist und gerade hier für die Menschen auch in Indien helfen möchte. Und für uns ist das eben auch eine wichtige Angelegenheit, anderen Menschen, die in Not sind, zu helfen. Und wir helfen gerne direkt für Organisationen, die unmittelbar das Geld auch an die Menschen bringen, die es brauchen und die in Not sind. Und darum ist das Projekt, was wir heute vorgestellt haben, für uns ganz besonders interessant und wichtig, dass wir ein Stück Lebensgefühl wieder den Menschen geben.